gut bewältigt bekommen. Müssen wir erstmal gucken, wo die Karawane sich da als erstes auffällt. Okay, ich dürfte dann durch dieses Dorf als erstes kommen, wenn sie von hier unten gestartet ist. Okay, wir werden angegriffen. Und da kommen natürlich schon die ersten größeren Bestien. Ah, ich glaube, ich... Ja, richtet mir Hilfe. Dann errichten wir einfach mal ein paar Mal Hilfe. Und dann fügen wir am besten an jeden Eingang einen weiteren Priester hinzu. Und ich glaube, wir... Ah, hier. Here we go. Kill. Das Wichtigste ist jetzt erstmal die ganzen Einheiten. Ja. Und tote Köpfen. Sind die dann eigentlich immer noch am Leben? Das weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. Okay. Ja, ich glaube, das können wir gut mit Arthas alleine hin. Und dann sind dann nur noch die... Was waren das? Fleischwerfer oder sowas übrig? Die, diese Katapulte, die einfach mit Fleisch schießen. Ja, exakt, der Mentor. Okay, das sind schon die nächsten. Kümmern wir uns am besten erstmal um den da. Okay. Wo ist der Priester? Hier ist er. Ah, blöd. Gottesschild, Gottesschild, Gottesschild. Natürlich, die können natürlich auch angreifen, die Getreidekarawane. Ja, mechanisch. Ja, und jetzt haben wir schon hohe Kosten. Was insofern blöd ist, da wir noch weniger dann erwirtschaften können. Unser Arthas hat gleich die Lustigkarawane zerstört. Und ich möchte nicht wissen, wie schwer es letztendlich ist, das hier dann auf Schwert machen. Ja, ich es selbst noch nicht probiert habe. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Hier ist auch eine Rolle des Stadtportals. Das heißt, mit ihm können wir einfach auf unser Haupthaus klicken. Und er wird der Held zurück teleportiert. Und ich glaube, wir können ihn hier sogar ganz gut gebrauchen. Okay, hier kommt schon die nächsten. Und Strom. Greifen die tatsächlich mit Strom jetzt an? Bin ich mir gar nicht so sicher. Okay, mit Arthas kümmern wir uns natürlich erstmal um das große Ding. Zwei weitere Soldaten. Perfekt. Mehr Gold. Mehr Hilfe. Mehr Essen. Das Einzige, was man immer genug hat, ist Holz. Da Holz meistens nur für... Entwicklung gebraucht wird. Beziehungsweise um Gebäude zu bauen natürlich. Ja, wie man sieht, sind unsere Arbeiter hier fleißig beim Abholzen des Waldes beschäftigt. Warum habe ich jetzt hier drei? Ah ne, der eine war hier unten, oder? Nein? Okay. Wie auch immer. Bräuchten noch einen für hier drüben. Okay, Nova fertig. Damit haben wir jetzt, ich glaube, das Einheitenlimit hier war 90. Okay, da greifen sie wieder an. Und dann haben wir schon fast die Hälfte geschafft. Die Hälfte der Zeit ist oben, dann müssen wir nur noch 15 Minuten verharren. So große Probleme bereiten uns die hier jetzt nicht. Ich könnte ja mit Arthas mal wieder ein wenig flöten gehen. Um zu sehen, ja, wie stark halt die verschiedenen Lager sind, was wir da noch gebrauchen könnten und so weiter. Ich glaube, aus der Richtung wir jetzt nicht mehr kommen, da aus der Richtung nur dann die Karawane gekommen wäre. Das heißt,
Ah, das ist gut. Da können wir den hier zum Beispiel als Einsatztrupp verwenden. Um die verschiedenen. Ups, blöd, blöd, blöd. Kommt der Totenbeschwörer? Nein, ja, das ist gut. Okay. Dann nehmen wir jetzt die Mannschaft hier und schicken sie runter zu Arthas, damit wir uns mit diesem lustigen Dorf hier mal anlegen können. Noch ein paar Scharfschützen, um die Reihen zu verstärken. Wie gesagt, also ihr könnt jetzt denken, ich mache das hier total, glaube noob-mäßig halt. Wahrscheinlich halt. Aber ich bin halt kein großer Pro-Gamer. So von daher vergebt mir, wenn ich das relativ ja simpel hier veranstalte. Das könnte ein Fail sein, ganz ehrlich. Ja, ich glaube, das wird ein Fail. Rolle des Schutzes. Wäre schon ein bisschen zu spät. Ah, ja. Nee. Das war blöd. Okay. Ups, wir werden hier angegriffen. Verdammt. Das kriegen wir aber, glaube ich, hin. Ja, das war ein Fail. Natürlich. Dann müssen wir uns überlegen, wie wir das am blödesten hier machen. Ich glaube, wir haben hier vor allen Dingen die Totenbeschwörer gekillt, da ich mich nicht um die zuerst gekümmert habe. Und na, da kommen sie gleich wieder. Ach du Heilige. Das Licht ist meine Stärke. Was zieht euch ab? Ich stehe für das Licht. Okay. Ja, natürlich. Mehr Gold. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Das Licht ist meine Stärke. Wir könnten natürlich jetzt noch die Trefferpunkte der Panzerung der Gebäude verbessern. Wäre vielleicht unter Umständen gar nicht so schlecht, da wir die Wachtürme hier haben. Und es sind nur noch 11 Minuten. Ich glaube nicht, dass ich die Lager in den 11 Minuten noch zerstört bekomme. Von daher werden wir die jetzt erst sein lassen und dann einfach 10 Minuten hier ausharren. Falls euch das zu langweilig wird, könnt ihr das Video natürlich auch gerne vorspulen. Insofern kann ich da das verstehen. Aber ich glaube, der letzte Ansturm, dann können sie doch unter Umständen ein wenig spannend werden. In den letzten 3 Minuten, wenn sie dann versuchen, alles zu geben, um mich hier zu vernichten. Ja, das wird schon heftiger. Ah, nein. Arthas? Ja. Noch 10 Minuten bis zu Utas Ankunft. Warum greift er jetzt an, anstatt zu heilen? Ich... Ja. NPCs. Nein, unten bleib du.
danke dir vielmals. Ich stehe für das Licht.